weiter mit Kochen, und zwar mit, jetzt mit dem Hochfeiden-Kochen, nämlich dem Kochen aus dem Wirtshaus. Ja, fast pünktlich mit Glockenschlag, oder? Diana Bürtel, bekannteste Nürnberger Köchin. An dieser Stelle einen Applaus für Diana Bürtel vom Wirtshaus. Diana, was gibt's heute? Ja, also nach so vielen Jungen und Schabone kochen wir. Ja, ja, mach mal. Ja, ja. Wir könnten noch einen Ton brauchen. Ja, jetzt ja gut. Nee, ist gut. Also nach so viel junger, frischer Mode kochen wir jetzt ganz frisch ein leichtes Sommergericht. Ich zeige euch, wie wir Steinköhler braten. Dazu gibt es einen Gurken-Tzatziki, einen Wassermelonensalat vom Teppanyaki, bisschen Curryknusper obendrauf, kohlenhydratfrei, locker einfach mal dahin gekocht. Sommerlich. Sommer, ja, sowieso, sehr heiß hier. Ja. Ja, muss man so sehen. Warum haben wir es? Ich habe mit dem Herwig meinen Helfershelfer an der Seite. Der macht einfach, was ich ihm sage. Der erste Auftrag war, er soll die Gurken in feine Raspel schneiden. Das macht er mir jetzt einfach mal zwischenzeitlich. Dann bereite ich mal unsere Marinade vor für die Gurken. Wir brauchen etwas Joghurt. Etwas heißt in dem Fall Minimum einen Becher. Etwas, ja. Ja. Ein bisschen Knoblauch. Da ist er. Übrigens, wenn man mit so einer Reibe arbeitet, also diesen Julienhobel, ne, der macht da gleich die Stifte draus, dann ist das Reststück ein Zeichen für die Intelligenz des Reibers. Also je größer das Teil ist, desto intelligenter ist der Mensch, der damit arbeitet. Schauen wir mal, wie weit ich komme. So, den Knoblauch. Ich bevorzuge schneiden. Ich weiß, dass viele zu Hause eine Knoblauchpresse haben. Macht es wohl einfacher, aber ja. Du hast auch den indischen immer, oder? Den chinesischen? Ja, so ist das für einer? Ein asiatischer Knoblauch, den man nicht weiter schälen muss. Also es ist halt die Knolle im Ganzen und macht nicht lauter einzelne Zehen, mit denen man zurechtkommen muss. Brauchst du alle drei zwischen? Ja, also ich glaube zwei lange. Den Eindruck habe ich jetzt auch gerade. So, den Knoblauch einfach in den Joghurt geben. Wir schmecken den Joghurt ab mit einem guten Strahl Olivenöl. Das ist Tajasco Olivenöl, es hat ein bisschen Dampf, also schön Zunder mit dabei. Es kommt mit dazu Pfeffer aus der Mühle. Ein bisschen Salz. Zum Abschmecken des Ganzen. Und ein ganz kleiner Spritzer Limettensaft. Mit dem Salz ein bisschen vorsichtig sein, weil wir die Gurken jetzt, nachdem sie so professionell gehobelt sind, nämlich ein bisschen ansalzen und die lassen noch ein bisschen Wasser. Okay. So. Ich übernehme? Ja. Sehr gut. Mach. Im Prinzip, wir beobachten die Gurken jetzt einfach. Wenn sich so eine kleine Pfütze, wenn sich eine kleine Pfütze unten in der Schüssel bildet, dann können wir die Gurken weiter verarbeiten. Okay, und die Pfütze abgießen? Nee, ich würde sagen, wir arbeiten die Pfütze, weil da ist ja auch Geschmack drin, in den Joghurt mit ein. Okay. So, zum Thema Wassermelone. Der Herwig hat den Auftrag, Würfel in der Größe von Spielwürfeln zu schneiden. Also am liebsten akkurat wäre meine Wunschvorstellung von dem Ganzen. I do my very best. Ja. Davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Ja, ja, das heißt doch nichts. Spielwürfel, wie groß ist ein Spielwürfel? 1,5 oder? Ja, da wirst du wahrscheinlich ganz gut liegen, ne? Mit 1,5. Zum Aromatisieren der Wassermelone nehme ich Dillgrün, kommt auch ein bisschen Knoblauch dran und Olivenöl. Und das Dillgrün relativ grob, das ist wichtig. Also nichts, was irgendwie fein gehackt ist. Kräuter so groß wie irgendwie möglich verwenden. Das ist mir immer ganz recht. So. Hier mit der Also ich brauche pro Gericht nur drei Würfel, habe ich. Okay, ja? Na, im Moment schaffe ich den Hauptmarkt im Ganzen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Okay. Na gut, wenn ich gewusst hätte, dass du nicht so viel brauchst. Mit den restlichen Dillstängeln, also die kommen nicht weg, sondern wir schneiden die ganz grob und wir machen daraus dann ein aromatisiertes Dillöl, das mit auf den Teller draufkommt. Also es wird auch nichts verworfen oder weggeschmissen. Hast du einen Mixstarter? Ja, selbstverständlich. Ja, habe ich auch. Da hast du ja wieder deine Löffel rein. Ha! Dann hol ich meine Löffel raus. Der hat mir so gut gefallen. Der ist auch schön. So, und Strom haben wir auch noch, selbstverständlich. So. In Möbelmacherküchen ist im Mittelzentrum immer der Strom auf der linken Seite. Da übrigens auch, wo Sie hier in dieser Schublade immer die Fingerpflaster finden. Wenn Sie also mal eine Möbelmacherküche haben, Fingerpflaster immer ganz links.
Aber wir haben noch keins gebraucht, oder? Nein, noch nicht. Jana, ich habe auch nicht vor, dass das irgendwie heute zum ersten Mal wird. Also ich möchte die Bilanz genau bei Null halten. So, für das Dehnöl, ich habe jetzt einfach noch den restlichen Busch mit zerschnitten. Dann machen wir ein bisschen Salz dran. Auch in dem Fall ein bisschen Olivenöl. Einen kleinen Schluck Wasser brauchen wir. Damit der Mixer auch ein bisschen Material hat zum Arbeiten. Also was ist drin nochmal? Ich habe das nicht gesehen. Nur ein bisschen gehackter Dill drinnen, Salz, ein bisschen Wasser und Olivenöl. Und das soll jetzt auch nicht mikroskopisch fein sein. Es soll so sein, dass die Stängel angeschlagen sind und die ätherischen Öle eben komplett in das Olivenöl übergehen. Die Löcher muss ich jetzt aber nicht mehr reinbohren in den Würfel. Das hast du ganz schön gemacht. Beruhigt mich. Dieses Lob. Ach. So, schau, du hast ein bisschen wie eine dickflüssige Pesto. So, jetzt muss man noch ein bisschen was vom Wirtshaus auch erzählen. Also zunächst mal, wie man es schreibt. Wirtshaus wird geschrieben wie das fränkische Wirtshaus, nur mit einem U in der Mitte. Also wir haben mit einem Ü in der Mitte. Wir haben die Gewürze, genau. Wirtshaus. Wir befinden uns im Kirchenweg 3a, Schnittstelle Nordstadt Johannes. Das Wirtshaus gibt es seit 2006. Seitdem bin ich da Küchenchefin. Also wir haben im Oktober 2006 eröffnet. Also wir haben dieses Jahr 7-jähriges. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dort zu arbeiten. Und ich glaube, unseren Gästen macht es auch wahnsinnig viel Spaß, dort essen zu gehen. Das kann ich bestätigen. Ja, das ist vielleicht etwas unkonventionelle Küche, die wir dort praktizieren. Wie nennst du sie? Weiß nicht, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich koche so, wie ich ausschaue. Damit erkläre ich meistens alles. Es unkonventionell, modern, jugendlich. Ja, ich glaube, das trifft schon alles. Attraktiv. Ist aber nett. Ich glaube, das trifft dann schon alles irgendwie so ein bisschen zu, ne? So, ich glaube. So, deine Melonenwürfel sind in der Mache? Ja. Gut. Der Gurkensalat, hier unten haben wir jetzt wirklich, also Erwin, schau mal, wenn du schaust. Ja. Wir öffnen so eine richtig schöne grüne Suppe. Da kommt jetzt unser Joghurt drauf. Das geht auch mit Sojajoghurt, also wenn jetzt jemand leider unter Laktoseintoleranz leidet, geht es in dem Fall auch anders, eben ungesüßt. Und das Schöne an dem, an der Art von Salat ist, dass es ein Salat ist, den man auch ruhig vorbereiten kann. Also der leidet jetzt nicht, ne? Weil der einfach eine Viertelstunde vorher schon angemacht ist. Der zieht eben einfach nur durch. Abschmecken tut man auch ganz zum Schluss, also vorm Anrichten, vorm Servieren, weil die Gurken noch ein bisschen Wasser lassen, das Joghurt, das vermischt sich alles nochmal und dann schmecken und würzen wir da bei Bedarf nochmal ein. So, der Harik hat mir jetzt hier diese wirklich akkuraten Melonenwürfel geschnitten. Auch in dem Fall brauchen wir ein bisschen Salz und ein bisschen Olivenöl. Wir mischen das gut durch und machen jetzt einfach nur zum Ausduften. Also die sollen keine Knoblauchnote bekommen, sondern wir lassen die jetzt 2-3 Minuten stehen und packen einfach dazu ein Stück Knoblauch. Durch das Salz da drinnen wird auch der Knoblauch ein bisschen von seinen ätherischen Ölen abgegeben und die Melonen sind dann so ein bisschen vom Knoblauch geküsst. Also das ist nichts Aufdringliches, das ist ein ganz zartes, elegantes Aroma dann an dem Obst, an dem eigentlichen Obst. Zart, elegant. Ja, kann ich auch. Okay, deine Küche. Ja. Den Dill haben wir dann oben drauf. Für die Melone brauche ich dann noch ein bisschen rote Zwiebeln. In dem Fall einfach nur in halbe Ringe geschnitten. Ob sie das jetzt zu Hause geht auch mit einer Maschine, hast du ja auch eine Maschine, die das könnte. Messer ist auch der Fehler. In der vernünftigen Küche soll auch ein scheiß Messer sein. Da kümmern wir uns drum, wenn wir mit unseren Kunden gemeinsam Küchen planen, dann geht es teilweise auch um die Messer, um Schneidtechnik und all die Dinge, weil wir eben auch mit dem Kochen zu tun haben. So. Und nicht nur mit dem Küchenbau. Hast du nicht noch was? Die Seite. Nee, so neben mir stehen, gut aussehen, ist gerade. Okay, neben dir stehen schaffe ich den Rest, müsste ich noch mal in die Maske. Aber so. Und wie viel haben wir denn eigentlich begonnen? Wann muss ich denn fertig?
fertig sein. Wann wir fertig sind, das spielt keine Rolle. Du musst weder verzögern noch beschleunigen. Wir machen das ganz natürlich, so wie es ausgeht. Das ist schön. Nachdem ich mal, will immer meinen Tellerwärmer vorführen, weil der Tellerwärmer in der Küche schon was Wichtiges ist. Aber nachdem die Diana so viel Salat und Tzatziki da drauf hat, braucht sie kalte Teller. Also bin ich mal wieder der Loser hier mit meinem Tellerwärmer. Aber wenn es ein warmes Gericht wäre, würden wir die Teller selbstverständlich in den Tellerwärmer stellen. Ha, das hat Schick gesagt, oder? Ja. Ist okay. Ja. So, also was hast du denn da für einen Fisch? Also ich habe Köhler mitgebracht, weitläufig auch Pollack oder Seelachs. Das ist ein sehr, sehr guter Speisefisch. Das Schöne daran ist, dass man eigentlich mittlerweile überall mit einem MSC-Siegel kaufen kann. Also es muss sich keine Gedanken machen. Marine Stewardship Council. Genau. Ist so ähnlich wie das FSC, zumindest das Stewardship Council, aber ist auch eine Zertifizierung. Also man weiß zumindest, was man dann bekommt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wer jetzt keine Köhler bekommt, er gehört zur Familie der Schellfische, also es würde auch genauso gut ein Kabeljau funktionieren, den bekommt man ja einfach immer, immer und überall. Wichtig ist mir persönlich beim Fischbraten, darauf zu achten, dass die Filets nicht so ganz dünn sind, also dass man ein bisschen eine Höhe beim Fisch hat, damit man ihn eben auch saftig braten kann. Also umso dünner, umso schwieriger wird das Ganze. Du möchtest ja auch innen immer so ein Stück, das eben noch glasig ist. Also ich mag gerne, wenn er so ein bisschen so einen glasigen Punkt hat. Ja. Also wer das nicht mag, kann ihn natürlich durchbraten. Wer jetzt auch ein Fisch, der zum Beispiel hervorragend auch im Dampfgarer funktioniert. Ne? Also kann man auch da. Zwei bis drei Mal. Ne? Dampfgarer ist natürlich auch immer da in unserer Küche, selbstverständlich. Ach so. Dann, Herwig, würde ich kurz, ist heiß, das alles überall gleich? Ja, der ist überall gleich heiß. Dann, auf 190, 195 Grad, schätze ich jetzt mal. Klingt gut. Wir brauchen nicht so viel Fett, also das ist jetzt ganz normales Pflanzenöl. So, wir pinseln ein bisschen ein. Ob man jetzt Fisch oder Fleisch vor dem Braten würzt oder nicht, darüber könnte ich mich mit 1000 Kollegen, Hobbyköchen und Internetforen auseinandersetzen. Das soll halt jeder so machen, wie er meint. Also ich finde, der Fisch schmeckt besser, wenn er vorher gewürzt ist. Also, und wer anderer Meinung ist, soll das einfach anders machen. Da das ist das Schöne daran, wenn Sie mit vielen Köchen auf der Bühne stehen und von jedem eine andere Geschichte hören, dann kann man genau Dianas Meinung unterstützen. Jeder hat dazu eine andere Meinung und das ist wunderbar. Jeder hat recht. Und für mich machen Sie es einfach so, wie Sie genau besten schmecken. Da gibt es halt keine Geschichte, sondern das ist eine Geschmackssache. Ja, genau. Soll jeder so machen. So, ich habe jetzt den Fisch ein bisschen gesalzen. Auch da haben wir jetzt sofort wieder kleine Wasserperlen an der Oberfläche. Die tupfen wir ein bisschen ab, dass wir hoffentlich verhindern, dass uns der Fisch auf der Stahlplatte anklebt. Teppanyaki heißt die Stahlplatte. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen. Pan heißt Platte, Yaki heißt gebraten. Also Tetsu und Pan wird dann assimiliert zu Teppan. Und der macht jetzt hoffentlich den Fisch fein. Fischarm, rein Fisch. So, dann schauen wir mal. Ich hab doch auch schon Spachtel und Spachtel. Brauchen wir ein kleines Stück dann für die Melone mit auf die Teppan? Ja, da ist. So. Das Schöne beim Fischbraten ist, dass uns eigentlich, was heißt eigentlich, der Fisch zeigt uns, wann er fertig ist. Also wann er bereit ist zum Drehen, sagt mir der Fisch, wenn ich ihn anschaue und sehe, wenn das Eiweiß, ich sage dazu, der wird blind. Also jetzt ist er eben so glasig und wenn das anfängt zu garen, dann bildet sich so ein weißer Rand, der je nach Garpunkt immer weiter nach oben steigt. Wir braten ungefähr bis zwei Drittel, also bis die oberen zwei Drittel hier weiß angelaufen sind. Dann würzen wir die andere Seite und drehen rum und dann ist es nur noch eine halbe Minutengeschichte anrichten und der Fisch ist fertig und definitiv saftig. Das funktioniert mit jedem Fisch so. Also auch wenn Sie Fisch auf der Haut braten, das ist kein anderes Prinzip. Knusprig, von unten nach oben braten, zuschauen, was ist da los, wie verhält sich der Fisch und einfach, wenn man sieht, ein Drittel ist noch frei, dann würzt man oben ab und dreht um. Ganz einfach. Kann man den ein bisschen heißer machen? Kann ich, ja. Ja? Mach ja. Gut. So. Wir haben jetzt hier unten noch so ein kleines Feld freigelassen. Da erwärmen wir die Melonenwürfel. Herwig, du darfst mir das einfach in Reihe und Glied hier mal aufbringen. Dann nehmen wir gleich eine andere Schüssel und wenn die, oder nehmen wir hier so einen Stielkopf, das ist auch gut. Wenn die dann die allseitig braten dann? Nee, das lang von einer Seite, dass wir ein bisschen nach Aroma bekommen. Guter Kopf. In Reihe und Glied, naja, ungefähr in Reihe und Glied. Ja, das passt schon, das langt auch vollkommen in Ordnung.
so die Gurken ziehen dann eigentlich auch schön durch. Das ist ganz hübsch alles. Ja. Moment, Lena. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Aber ich bin mal ganz optimistisch, ne? Habe ich keine Bedenken. Mit der kommt es besser. Ja, gut. Weiter. Auf die Melone, nachdem wir die ja nur von einer Seite anbraten, können wir die andere Seite gleich ein bisschen pfeffern. So. Und ich mache mir mal dabei mein Topping für die Melone fertig. Also ich habe hier die rote geschnittene Zwiebel. Ich habe hier den Dill sehr grob. Ich habe ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Limettensaft und Olivenöl. Und in dem Fall muss man mal ganz kurz kneten. Ja, also die Zwiebeln müssen ein bisschen gebrochen werden, dann wenn die, sind die auch nicht mehr so störrisch und sind so ganz weich und schmiegen sich dann auch auf die Melone schön drauf. So. Das ist dann quasi auf die Melone Okay. Das Aroma. So. Schauen wir mal. Also hier sieht man schon, das erste Drittel ist schon langsam am Hochbraten. Wir brauchen ein bisschen mehr Fett hier auf der Platte sehen. So. Ja, habt ihr die Baustelle überstanden? Ja gut, jetzt haben wir eine U-Bahn vor der Tür. Ne? Jetzt ist alles ein bisschen einfacher. Also mit einer Baustelle vor der Tür war es wohl eher unangenehm, aber jetzt, ging trotzdem, ja, oder? Ich meine, wir haben es jetzt überlebt. Aber mit der U-Bahn vor der Tür ist es... Nein, was von den Gästen? Also das Trinkverhalten hat sich natürlich das geändert. Das Trinkverhalten? Ja, ja, wenn die Kommen und gehen. Das ist für euch ja kein Fehler. Na, also das ist ja durchaus positiv. Ihr beschäftigt euch auch sehr viel mit den Weinen. Ja, also der Willi, der Chef vom Wirtshaus, macht in der Kooperative mit den Weinhändlern, mit denen wir zusammenarbeiten, immer für jedes Gericht, das auf der Karte steht, den einen passenden Wein. Das heißt, man kann also auch bei dir das Menü mit Weinbegleitung bekommen? Genau, also das Schöne... Das lohnt sich auch, das ist auch vernünftig. Also selbst wenn man selber sagt, ich hätte vielleicht den anderen genommen, ist es meistens so, dass man sagt, na verdammt, er hat schon recht gehabt. Ja, wir wissen dann schon, was sie sagen. Ja, genau. Also, wir besprechen halt im Vorfeld die Gerichte, wie die aussehen, was da drin ist, wie die von der Aromatik her sind. Und dann versuchen wir eben den passenden Wein dazu zu finden. Das Wirtshaus, wir wechseln alle 4 bis 5 Wochen unsere Speisekarte. Immer also ganz nah an dem, was gerade wächst und was es gerade in der bestmöglichen Qualität einfach zu kaufen gibt. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass es im Wirtshaus kein Wiederholungsgericht gibt. Also uns gibt es jetzt 7 Jahre und in dem 4-5-Wochen-Turnus haben wir noch kein Gericht wiederholt gekocht. Also wir versuchen uns immer neu zu entdecken und wir kramen auch nicht im Jahr 2013 in der Speisekarte von 2012, um uns falsch zu inspirieren, was wir ein Jahr vorher gekocht haben, sondern wir möchten den Geist einfach frei haben und möchten uns jedes Jahr neu darüber Gedanken machen, was wir aus den einzelnen Sachen machen. Ihr Wein übrigens im Glas ist von Manfred Rothe. Der Silvaner, der Stand ist hinter Ihnen, da kann man auch sämtliche Weine von dem Bio-Winzer, vom Bio-Landwinzer testen. Und dann haben wir drüben auch noch die Familie Bausewein, die Winzerei Bausewein hat auch feine Bio-Weine. Ihr Wasser ist natürlich von der Lambsbräu, machen nicht nur Bio-Bier, sondern auch ein Bio-Mineralwasser. Auch das hier vom Stand nebenan. So, also unsere Melone, wenn man jetzt oben auf die Pfefferseite langt, ist jetzt gut temperiert. Das heißt, sie soll oben auch die Wärme praktisch durchgekommen sein, soll oben auch heiß sein. Genau. Okay. Eben schön mit dem Knoblauch und den Gewürzen aromatisiert. Halbig, du darfst, kannst, musst und sollst. Okay, in dieser Reihenfolge? Genau, dich mal mit den Tellern beschäftigen. Also der Plan ist, 2 warme Melonenwürfel aufzulegen und dann oben drauf jeweils von der roten Zwiebel und dem Dill on top. Das klingt ein bisschen schräg, wenn man es aber im Mund hat, macht es verdammt viel Sinn. All du mal da bist, ja. So, unser Fisch ist eigentlich auch nahe dran, dass wir ihn wenden können. Ich würze jetzt einfach mal von der Oberseite ab. So. Und dann drehen wir. Ich schalte einfach die Platte aus, dann haben wir ein bisschen mehr Luft noch vom Durchziehen, weil es jetzt doch ein paar mehr Stücke sind. So. Und jetzt haben wir, obwohl wir kein Mehl verwendet haben und der Fisch keine Haut hat, haben wir trotzdem oben eine krasse Kruste. Und das entsteht eben durch dieses langsame Braten. Also der Untergrund
war sehr heiß, als der Fisch auf die Platte gekommen ist. Wir haben mit wenig Öl angefangen und haben immer ein bisschen Öl dazugegeben. So konnte eine Kruste entstehen und das Öl hat quasi die Kruste gefüttert. Und so ist Fischessen von der Aromatik her auf einem ganz anderen Level. Also sobald ich was Knuspriges dabei habe, sowas Rösches eben, bin ich geschmacklich eben auch bereit zu sagen, okay, wir können dazu so verrückte Sachen machen wie eine Wassermelone mit roten Zwiebeln, weil der Fisch eben plötzlich Power hat, ja, wenn wir ihm was mitgeben. Das ist ja bei dir auch was wahnsinnig Wichtiges in deiner Karte, dieses Mundgefühl, ne? Also dass du die Mischung zwischen hart, weich, knusprig. Ja, also ich meine, Brei bleibt halt immer Brei. Brei mit Croutons ist halt schon Brei mit knusprigen kleinen Würfelchen. Okay. Ja, Brei mit Croutons und vielleicht noch einen Salat dazu ist ein Brei mit knusprig und was Erfrischendem. Also umso mehr ich ein Gericht mitgebe, umso spannender ist es am Ende auch zum Essen. Ich meine, nicht ohne Grund ist halt ein Schäufele mit Kloß und Beilagensalat wahrscheinlich von der Textur her ein perfektes Gericht. Ja. Wenn es gut gemacht ist, ist das Fleisch cremig. Ja, ich habe eine Kruste dabei, ich habe den Kloß für dieses Schmelzgefühl und habe den Salat und mir immer einen frischen Moment so zwischendrin. Ja, wahrscheinlich eine Füchsenbohne, aber egal. Also deswegen wahrscheinlich. Und das Bier. Ja, stimmt. So, wenn wir den Fisch gedreht haben, machen wir einfach, wenn Sie jetzt daheim in der Pfanne braten, machen Sie halt ein paar Butterflocken in die Pfanne. Ich lege jetzt einfach hier ein bisschen was mit auf den Teepan. Habe ich den also ausgeschaltet? Ist der aus? Nein, der ist aus. Ja. So, und jetzt können wir die Oberseite einfach nur mit Pfeffer machen. Also da bin ich jetzt tatsächlich so, der Pfeffer kommt erst hinterher drauf, weil der würde einfach verbrennen und hat so ein bisschen so hinterlässt so was Kratziges im Rachen. Das müssen wir jetzt nicht haben. So, der Fisch ist jetzt fertig. Okay. Ja. Gibst du mir einen großen Teller damit, dann nehme ich den runter. Also ich will sogar deinen. Dann kann der nämlich einfach noch ein bisschen. So. Darfst, möchtest oder willst, mal in die Gurken reinschmecken, ob da noch ein bisschen Salz fehlt. Hm. Nee, sicher kein Salz. Gut. Ja. Wollt schon einen Spiegel auflegen? Wenn es zu viel ist, dann müssen wir auch was dagegen tun. Probier's. Dann entspannen. Nee, ist gut, super. Ja. Ja, du gehst einfach in die Mitte, so einen schönen runden Haufen, da kommt ein Stück Fisch drauf. Und als knuspriges Element, wenn wir schon drüber sprechen, gibt es in dem Fall mit Curry. Kann man die Menge? So? Ja, ist gut. Mit Curry aromatisierte Cashewkerne. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich erkläre es Ihnen kurz. Die Cashewkerne werden bei niedriger Temperatur schwimmend im Fett rundherum goldgelb angebraten. Dann muss man die rausnehmen und die müssen abkühlen auf dem Blech. Deswegen können wir das jetzt hier leider nicht machen. Wenn die Biester kalt sind, klopft man die einfach mit einem Topf klein und packt beherzt Salz und Zucker dazu und wühlt mal in der kompletten Currykiste. Also wir haben Ingwer dazu, wir haben Chili dazu, wir haben Gelbwurz mit rein und schmeckt sich so hin, dass man ein Gefühl hat von aha, scharf, hallo, genauso will ich es haben. Alles, von allem ein bisschen, das ist so ein Wachmacher im Mund. Das ist genau das. Und das kommt auf den Fisch oben drauf. So, dann stelle ich mir den einfach mal hierher. So, wenn Sie das Ganze in perfekt... Ist es zurzeit bei euch auf der Karte? In abgeänderter Form. Also es gibt die Gurken und es gibt auch die Melone. Aber es gibt nicht diesen Fisch. Okay, wenn Sie das Ganze perfekt haben wollen, dann gehen Sie ins Wirtshaus. Hier sind bei uns auch die Karten da und die Flyer. Wenn Sie das Rezept dazu suchen, wenn Sie diesen Flyer mitnehmen, da steht drauf die Möbelmacher.de/Rezepte. Da können Sie, wenn Sie Diana Bürkler in die Suchmaschine eingeben, bekommen Sie alle Rezepte von der ersten Kochshow auch 2007, glaube ich, war das? Nee, ich glaube, es war 2005 noch, als ich... Noch schlimmer? Ja. Okay. Da gab es das Wirtshaus noch gar nicht, ja. Ja, da hast du beim Stefan Rottner gelernt und da war dann die Bezeichnung im Prospekt eine neue Jungköchin aus gutem Hause und das hat sich ja bewährt. Ne? Das gute Haus heißt jetzt Wirtshaus und da können Sie das dann essen, das Rezepte, wie gesagt, danach lesen. Und wenn Sie selber kochen wollen, dann brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern. Die bringen Sie dann wieder in Untergrumbach. Wer weiß, wo Untergrumbach ist? Nicht so viel. Von hier aus ungefähr 25 Kilometer Richtung Moskau. Dann ist man in Hersbruck.
Und in Hersbruck nochmal 2 Kilometer Richtung Oslo. Dann ist man unter Grumbach, also direkt neben Hersbruck ist. Ja, und da läuten sogar die Glocken zu diesem feierlichen Thema. Ist, ich frage jetzt noch eine Runde, die sind ja, jetzt so fertig. Die sind fertig, ja, können wir schon. Schön wäre es, wenn es irgendjemand nachkocht. Das Rezept gibt es dann bei mir vielleicht morgen oder so, wenn ich schnell genug bin. Also wir müssen trotzdem durch das Kirchengeläute, was ich eigentlich noch abwarten wollte, bedanke ich mich ganz herzlich bei Diana Brütel und dem Wirtshaus. Dankeschön. Bis ganz bald, ja.